Die Hansestadt Wismar. Welterbe, voller Geschichte und Tradition, aber auch jugendlich, modern und innovativ. Das hat Wismar vor allem seiner Hochschule zu verdanken. MV-Reporterin Luisa ist heute Gast auf dem Campus. Als erstes trifft sie den Prorektor für Bildung, Professor Michael Schleicher. Lehre in Corona-Zeiten, wie sah das aus? Die Umstellung lief vor allem erstmal ganz spontan und sehr schnell, musste sie ja laufen, denn wir waren ja hier an der Hochschule schon seit 2 Wochen im Präsenzlehrmodus Anfang März und dann kam der Shutdown und wir mussten quasi im laufenden Betrieb umstellen. Wir hatten keine große Zeit nachzudenken. Das war vielleicht auch ein Vorteil. Wir haben dann sehr schnell erstmal alle Lehrenden aufgefordert, auf Fern- und Online-Lehrbetrieb umzustellen. Wir haben da natürlich Startvorteile gehabt, auch gegenüber anderen Hochschulen, weil wir ja 60% unserer Studierenden hier in berufsbegleitenden Fern- und Online-Studiengängen ohnehin schon haben. Also Sie haben sich auf jeden Fall richtig einen großen Kopf gemacht, um die Studierenden weiterhin beim Studium zuzulassen. Das finde ich eine super Idee oder super haben Sie das gemacht. Und was sind denn die Vorteile jetzt? Warum sollen denn die angehenden Studierenden zu Ihnen nach Wismar strömen? Bei uns haben wir die Situation, dass wir am 14. September starten in allen unseren Fakultäten. Wir sind breit aufgestellt, sei es jetzt Wirtschaft, sei es Ingenieurwissenschaften, sei es Gestaltung. Wir haben ein super engagiertes Team und wir haben jetzt die Erfahrung aus dem Sommersemester. Das heißt, wir sind auch für jede Situation gewappnet. Die Hochschule Wismar betont den engen Bezug von Wissenschaft und Praxis. Technologie, Wirtschaft und Design unter einem Dach. Hier setzt die Hochschule auf innovative Disziplinen mit einem großen Erfahrungsschatz. MV-Reporterin Luisa besucht die Fakultät für Bauingenieurwesen. Die Wismarer Absolventen sind gefragt. Studiendekan Professor Kersten Latz war es wichtig, auch in Pandemiezeiten die praktische Erfahrung zu vermitteln. Was zeichnet denn die Ausbildung im Ingenieurwesen hier an der Uni Wismar aus? Ja, wir haben in allen Ingenieurstudiengängen sehr viele Praktika, wo die auch dann ganz konkret, ich erzähle mal ein Beispiel, bei den Bauingenieuren, also Betonwürfel herstellen müssen, selber, händisch und die dann auch auf Tragfähigkeit an der Prüfmaschine prüfen müssen. Und das ist natürlich ein Problem gewesen in der ersten Phase des Online-Studiums, weil da eben Studierende nun gar nicht hierher kommen durften. Aber dann, ich glaube, das war so Mitte Mai oder Ende Mai, war dann unter verstärkten Hygienebedingungen das durchaus möglich, dass sie auch wieder hier Versuche machen konnten. Und die anderen Versuche, die wir in der Zeit nicht geschafft haben, da sind auch viele Videoaufnahmen von Versuchen dann auch den Studierenden zur Verfügung gestellt worden, die wir dann vorher erstellt hatten mit unseren Laboringenieuren zusammen. Wismar hat für Studierende eine Menge zu bieten. Der Mangel an Quantität wird durch Qualität wettgemacht. Die einzigartige Atmosphäre der alten Hanse- und Hafenstadt ist inspirierend. Es gibt angesagte Cafés und Clubs. Aufgrund der überschaubaren Größe der Hochschule gibt es ein enges Verhältnis der Studierenden untereinander und mit den Lehrenden. Auch die Berlinerin Lisa schätzt diese Vorteile und kennt noch mehr. Du musst mir erklären, wie man als Berlinerin nach Wismar geht. Also zum einen, das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich hergekommen bin, man kann hier ein Diplom machen. Also das finde ich schon ein Vorteil gegenüber Bachelor und Master, vor allem in dem Studiengang. Dann ist es so, dass es hier unglaublich gute Werkstätten gibt mit tollen Werkstattleitern. Ein weiterer Vorteil der Hochschule ist, glaube ich, diese Ateliersituation. Also wir haben hier die Möglichkeit, 24/7 in unser eigenes Atelier zu gehen, indem wir auch einen Platz gestellt bekommen, was, glaube ich, so an Hochschulen in Deutschland nicht immer gegeben ist. Dann hat Wismar an sich natürlich den Vorteil, dass es am Meer ist, so wie es viele der Bewerber auch im Bewerbungsgespräch sagen, glaube ich. Und es ist natürlich so, dass die Mieten hier einfach bezahlbar sind. Also im Gegensatz zu größeren Städten wie jetzt Stuttgart, Berlin oder München kann man hier relativ problemlos ein bezahlbares WG-Zimmer finden. Es liegt klar auf der Hand. Wer intensiv und gut betreut studieren möchte, kann das in Wismar hervorragend umsetzen. Die Stadt ist bezahlbar. Und auch MV-Reporterin Luisa kann das nicht oft genug betonen. Wismar hat Charme und Charakter. Die MV-Reporter werden unterstützt durch die Hochschulmarketingkampagne Studieren mit Mehrwert, Studieren in MV und aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.